ein leckere Schweinebraten in Bayern, genauer gesagt in Oberfranken, wo ich lebe, ist ja das A und O. Ja, da gibt es ja die Schäufele, den Krustenbraten, den Bauchbraten und alles schön mit Krusten. Aber heute mache ich mal einen Schweinenackenbraten ohne Krusten im Dutchofen, ganz lecker. Hab mir auch ein paar Knochen geben lassen, Knochenstücke, damit die Soße richtig, richtig lecker wird. Ich stelle euch am besten nochmal alles gleich aus der Nähe vor und sage einmal Hallo bei Holgers Grillen. Wir fangen einmal hinten beim Grill an. Da habe ich den Anzündkamin und natürlich auch dementsprechend Briketts. Briketts, die ca. 4 Stunden ausreichen, ja, laut Beschreibung. Denn ich denke mal, das Fleisch, das lasse ich so mindestens 3 Stunden im Dutch-Ofen köcheln, damit es richtig schön butterweich wird. Dann ist hier mein Dutch-Ofen. Jawohl, der passt ja wunderbar immer auf den Kugelgrill drauf. Und hier haben wir den schönen Schweinenacken. Ja, der Schweinenacken hat so ca. 1,6 Kilogramm. Schön mit Fett, ja, schön durchwachsen. Jawohl. Hier dann ein paar Knochen. Ich habe mir den Metzger mitgegeben. Ne? Schöne Knochen, nein, die Soße, das braucht man schon, gell? Dann habe ich hier ein bisschen Suppengrün mit Lauch, Sellerie und Karotten. Ach, Gemüsebrühe habe ich gekocht. Ja, da nehme ich da immer die Gemüsesuppen von Locoma, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, fürs Fleisch zum Rubben nehmen wir mal meinen Barbecue Rub 2.0. Meine Gewürze verlinke ich ja sowieso immer unter meinen Videos mit. Ja, könnt ihr mal auf den Link und könnt euch das mal anschauen, wenn ihr wollt oder auch was bestellen. Dann habe ich hier ein wenig Tomatenmark, ich habe hier ein wenig Butterschmalz, gepressten Knoblauch, Zwiebeln. Dann habe ich hier ein dunkles Bier. Ja. Dunkles Bier durch heute halt die Soße. Man kann aber auch helles. Ja, zum Trinken zum Beispiel habe ich jetzt das helle hier und das dunkle, das tue ich heute mal rein die Soße. Dann habe ich hier Frischwasser, ich habe Petersilie und hier habe ich Hanfsamen. Richtig schöne, frische Hanfsamen. Die tue ich aber mit Mörser noch ein klein Mörsern. Ja, dann werden wir jetzt mal, bis die Briketts soweit sind, das Fleisch schön ringsherum einrubben, einmassieren und würzen. Da tun wir jetzt einmal die Knochen hier auf die Seite, die brauchen wir nicht mit würzen. Und für ein Fleisch nehme ich da meinen praktischen Streuer und dann wird es schön ringsherum gewürzt und natürlich schön einmassiertes Gewürz gerubbt. Ja, das geht natürlich recht schnell und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. So, und ruckzuck ist das Fleisch natürlich ringsherum gerubbt, gewürzt, massiert. Lecker schaut's aus, gell? Zum Vergleich, das sind die Knochen. So war es am Anfang. Und jetzt schaut es so lecker gewürzt aus. Wow. Den mittleren Grillrost habe ich jetzt rausgebaut. Die Briketts in die Kohlekörbe ziemlich gleichmäßig verteilt. Hier stelle ich jetzt dann den Dutch-Ofen drauf. So hat er dann einen recht guten Sitz und wird von unten natürlich direkt beheizt. Fang natürlich an, das Fett jetzt im Topf zu erhitzen. Werd jetzt ringsherum erst einmal das Fleisch anbraten. Von jeder Seite ein paar Minuten. Und nach ein paar Minuten ist er so richtig schön goldbraun ringsherum gebrutzelt. Schaut er mal, ja. Lecker. Schaut sehr gut aus.
von allen Seiten schön gedrückt wird. Jawohl, so mag ich es. Auf geht's, tun wir das Fleisch einmal raus. So. Und da kommen jetzt gleich die Zwiebeln rein. Und Tomatenmark. Zwiebeln und Tomatenmark. Mal schön kräftig abrutzeln. Ja, auch das dauert natürlich nicht lange. Wir haben schon ordentlich Hitze unten drunter und einen Topf, ja. Lauch, Sellerie und Karotten. Alles schön miteinander vermischen. Ein bisschen brutzeln. Den gepressten Knoblauch und die zerstoßenen Hanfsamen. Ja, ich habe die jetzt schön klein gemörsert. Ich habe jetzt so ein kleines pulverartiges Gemisch erhalten. Auch kurz mit drunter rühren. So, wenn es dann lecker, lecker duftet, kommen die Knochen da noch dazu. Schön mit reinlegen. Das Ganze wird dann mit leckerem Bier abgelöscht. Schön mit Bier ablöschen, jawohl. Wie das duftet. Das ist das Sahnehäubchen, das Bier, gell? Und noch einmal schön umrühren. Hier kommt jetzt gleich die Gemüsebrühe dazu. Und auch gleich ein bisschen Frischwasser. So. Das Fleisch können wir auch gleich wieder mit hinzufügen. Und ihr seht ja, ich nehme euch mal kurz mit her, Moment. So, das Fleisch sollte so leicht bedeckt sein, ja. Eventuell muss man da noch einmal ein bisschen Frischwasser nachfüllen. Jetzt mache ich hier den Deckel drauf. Und lasse das mindestens eine Stunde jetzt so drin im Dutch Oven köcheln. Und ich habe jetzt einmal Zeit, eins zu trinken. Prost! Nach gut einer Stunde schaue ich einmal noch. Ja, warum schaue ich überhaupt noch, wenn ich sowieso drei Stunden drin schmoren, ja, köcheln lassen will? Ganz einfach. Ab und zu gehört es halt einfach einmal umgedreht, ja. Dann gehört einmal kontrolliert, ob alles gut ist, ob nichts festklebt. Nein, alles gut, alles gut. Und ob noch ausreichend Flüssigkeit natürlich im Topf ist. Wenn man das alles gecheckt hat, also eventuell Flüssigkeit nachfüllen, wenn zu viel verdampft ist, ja, verkocht, und dann einfach weiter köcheln lassen. In der nächsten Stunde schaue ich dann noch einmal nach. Zwei Stunden insgesamt, wo es jetzt hier im Topf schmort und vor sich hin köchelt, schaut ganz gut aus, gell? Immer die Flüssigkeit im Auge behalten, dann klappt es auf jeden Fall. Ja, eine Stunde warte ich noch und dann müsste das echt butterweich sein. Wir werden sehen.
eine Stunde lassen wir das Fleisch noch köcheln. Ja, noch 3 Stunden muss man jetzt verdammt vorsichtig sein, denn das Fleisch, das fällt auseinander. Ja, es fällt auseinander. Ich habe gerade mal ein bisschen so ganz vorsichtig. Hoi, hoi, hoi. So, und natürlich will ich auch die Soße einmal abschmecken. Ich habe natürlich zwischendurch immer mal probiert. Ja. Ihr wisst ja, wenn ihr die Soße ein wenig dicker haben wollt, könnt ihr mal ein wenig Mehl mit Wasser dazu rühren. Ja? Kaltes Wasser mit Mehl vermischen und dann dazu rühren. Macht das schöne Dichte, also bindet schön die Soße. Okay. Da würze ich jetzt noch ein wenig mit meinem Gewürz. Denn es war ja nur am Fleisch Gewürz. Und in der Gemüsebrühe und natürlich das Bier und das Gemüse. So. Während ich jetzt das Fleisch teste, lasse ich das noch einmal kurz aufkochen. Beim Fleisch ist es jetzt so, ja, man könnte das schon als Pulled Pork durchgehen lassen. So weich ist es wirklich. Also es ist wirklich sehr schwer zu schneiden. Weil es schon von alleine auseinanderfällt. Aber ich werde jetzt trotzdem einmal probieren. Das versuche ich jetzt in Scheiben zu schneiden und dann kommt es natürlich wieder mit in den Topf. Ah, butterweich, das braucht man wirklich nicht schneiden. Ah. Also, wenn jetzt die Soße passt, kommt das Fleisch zurück in den Topf. Jawohl, jetzt passt. Ja, hier am Grill bin ich dann fertig. Ich habe jetzt die Kohlekörbe nach außen geschoben. Ja, du schlägst natürlich die ganze Soße ab, wo da nun der getropft ist, ne? Ja. So, da drin ist jetzt das Fleisch. Schön zerfallen. Ein schöner Schweinebroten in der Biersauce. Ja. Das lasse ich jetzt alles noch ein bisschen hier auf Temperatur. Dann haben wir schneller Deko für ein Bild. So, ein bisschen Petersilie hebe ich natürlich noch auf. Und ja, dann bin ich hier echt fertig. Der Schweinebroten, der passt. Ich mache jetzt drin die Klöße und den Spinat als Beilage. Und das lasse ich einfach ein bisschen, wie schon gesagt, köcheln. Ja, mittlerweile bin ich aufs dunkle Bier umgestiegen da. Ja, Deckel zu. Einfach noch ein bisschen hier köcheln lassen, bis ich drinnen die Klöße und den Spinat gemacht habe. Mein Rezept steht natürlich unten drunter unter meinem Video. Genauso wie viele Sachen, die ich euch verlinkt habe, wo ihr euch mal anschauen könnt, wenn ihr wollt. Und dann ja, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei mir wieder dabei seid, bei Holgers Grillen und Erlebnistouren. Und dann sage ich jetzt tschüss, tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal, euer Holger. Prost!